Herzlich willkommen zurück zu Summoners in Alive. Wir übertragen die LEC in deutscher Ausgabe für euch. Und mein Name ist Kalle, neben mir stehen Nemo und der gute Eis und eine Waffel. Und im nächsten Spiel werden wir SK Gaming gegen die Höbbelepöps sehen. Die werden jetzt gegeneinander antreten. Und wir freuen uns natürlich auf diese Partie. Die Misfits tatsächlich momentan mit einer Negativserie mit 6 Niederlagen in Folge. Was ist da denn los? Zu viel Unkoordination im Team einfach. Vielleicht tiltet man auch einfach, die Kommunikation lässt nach und man macht einfach nicht mehr die Plays, die mit so einem Team möglich ist. Aber ich glaube, gerade gegen SK muss man anfangen, sich wieder zu fangen. Und ich denke, mit dem neuen Coach Moose wird das auch etwas und wieder versuchen, zumindest Richtung Playoffs zu gehen und sich das zu sichern. Denn ich glaube, aus Top 1, Top 2 daraus wird vermutlich nichts mehr mit 6 Niederlagen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir die Jungs von SK Gaming. Sie stehen mit 5:5 wirklich auch da, glaube ich, wo sie hingehören. Wir haben gute Sachen von ihnen gesehen, wir haben weniger gute Sachen gesehen. Sind sie wirklich auch an diesem Punkt, wo sie tatsächlich im Mittelfeld angesiedelt sind? Ja, Mittelfeld passt schon ganz gut. Sie haben halt wirklich gute Spiele, sehr aggressive Spiele, wo sie übers Early Hard Snowball, meistens über die Jungle-Position, also da ist vor allen Dingen, glaube ich, das Fnatic Game vom ersten Tag, die Fnatic Games vom ersten Tag sind da hängen geblieben. Wenn das nicht funktioniert, sieht es eher ein bisschen mauer aus. Also genau deshalb sind sie auch ein Kandidat fürs Mittelfeld, weil es halt mal wirklich sehr aggressiv, schnell funktioniert und mal halt wirklich überhaupt nicht. Sie haben halt auch so ein bisschen Probleme, dann halt diesen schnellen Spielziel eben in einen Sieg zu verwandeln. Und wenn sie halt hängen bleiben, dann wird es meistens eine Niederlage. Ja, wie kann man jetzt heute in diese Partie gehen? SK Gaming, also mehr so, ja, so ein Coinflip-Team. Misfits, ja, ziemlich geschwächt aktuell. Sie brauchen dringend einen Sieg. Ja. SK muss hier, also man muss Safemate auf einem aggressiven Jungler geben. Ja. Er ist so ziemlich der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Teams. Wenn er vorne ist, läuft's. Wenn nicht, dann wird's schwierig. Sprich, man muss die etwas schlechtere Vision von Misfits aktuell ausnutzen und dass die gerade in diesem Slump sind und dann auf aggressive Plays gehen für Safemate. Also ich würde ihn hier gerne auf einem Katus, auf einem Olaf sehen, Xin Zhao, aber ja, bitte nicht irgendwie auf Tanks. Gib dem keine Sejuani, kein Zac oder sowas. Einfach nur Also Xin, du hast es gerade gesagt, ich verstehe auch gar nicht, warum so wenig Teams gerade noch Xin wirklich beachten. Ich finde, Xin ist immer noch ein bombastisch guter, aggressiver Early-Game-Jungler, der halt erstens einfach ist und zweitens halt so einfach Kills kreieren kann. Und das war ja auch der Pick, mit dem er halt am ersten Tag gegen Fnatic auch schon Selfmade punkten konnte. Warum nicht heute wieder? Wir werden natürlich da gleich mal in der Pick-and-Ban-Phase noch drauf eingehen können. Trotzdem beide Teams natürlich mit dem Drang nach oben. Man kann sich jetzt auf Seiten von SK Gaming mit, zumindest für den aktuellen Zeitpunkt, mit Origin gleichstellen, die im Endspiel dann gleich noch gegen Fnatic antreten werden. Und nach unten hin sind da tatsächlich direkt die Misfits. Also wenn jetzt die Misfits gewinnen, dann zieht man da auch gleich. Ist das ein guter Druck oder ein schlechter Druck, den man jetzt hier hat? Ich weiß nicht, ob es guter oder schlechter Druck wirklich gibt in der Hinsicht. Aber ich denke mal, das ist so ziemlich der annehmbarste Gegner, den du gerade kriegen kannst, denn wenn du als SK verlierst, verlierst du deine Position nicht, sondern ziehst gleich. Und auch für Misfits ist es halt wirklich ein guter Startpunkt. Also das ist so das ausbalancierteste Game am heutigen Spieltag. Wir sind beide auf etwa gleichem Spielniveau und spielen auch oder wollen auch eigentlich relativ ähnliches Spielstile sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das wirklich ändert. Moosefi ist eher dafür bekannt, fürs Late Game zu gehen. Broken Shard war schon immer ein Verfechter davon, gewinnt das im Early Game und geht schnell nach Hause. Wie sich die beiden Ideen der Coaches dann aufeinander klärchen, wird ganz interessant sein. Ja, man spricht immer davon, schlimmer geht es immer, wenn man jetzt gegen SK Gaming heute auch noch verliert. Wie schlimm wird es dann? Naja, im Endeffekt war das ja eigentlich letzte Woche schon der Knackpunkt, wo du halt gegen die Tabellenletzten antreten musstest und trotzdem verloren hast. Also für Misfits, die stehen gerade auf einem sehr stark absteigenden Ast. Und ich habe auch schon so das Gefühl, dass es heute nicht besser aussieht. Die haben halt in der Theorie zum Anfang des Splits halt ein bombastisches Roster aufgestellt. Ich weiß nicht, wer von euch mal in den Official LCS-Talk da reingehört hat, wo die halt schon ein bisschen angefangen haben zu raten, wo viele gesagt haben, ja, Misfits wahrscheinlich so zweiter Platz, vielleicht sogar Anwärter für den ersten Platz. Froskarin war halt die Einzige, die gesagt hat, nee, sehe ich halt eher so auf dem siebten Platz oder sowas. Und ich dachte mir auch, ja, es ist immer schwierig mit diesen Star-Line-Ups, die halt wirklich auf dem Papier halt übel gute Spieler einkaufen. Wenn die sich halt nicht verstehen, kann das halt auch nach hinten losgehen. Ich war da auch ein bisschen skeptisch. Dann auf einmal so 4 Wins und ich denke mir, okay, war übel unbegründet, die stompen halt richtig hart durch, wahrscheinlich wirklich erst der Zweiter. Und dann ging es wie aus dem Nichts bergab. Also ich muss sagen, ich selber kann mir auch gar nicht so richtig erklären, woher dieser Drop kam. Sind die anderen Teams einfach bloß besser geworden? Gibt es interne Probleme? Ist man jetzt halt, ist es halt wirklich Tilt von der Losing Streak? Wir werden es erleben. Zumindest jetzt die nächste Chance für die Misfits hier alles ins Reine zu bringen, zumindest für den Moment. SK Gaming ist natürlich auch siegeshungrig. Und somit starten wir in die Pick-and-Ban-Phase. Ja, kein Bock. Hans Ammer, Draven, kann ich verstehen. Mach mal nett. Genauso wie Katus auf Safemate.
Geht mir ganz genauso. Man will den Early Game Jungler von Maxlow entfernen. War schon immer ein Befürworter der Elise. War schon in früheren Zeiten noch ein Urgold. Man denkt sich, man will jetzt nicht unbedingt ein Tankfest dagegen spielen, sondern vielleicht eine etwas spannendere Toplane. Ergibt hier erstmal alles vollkommen Sinn. Und dann bleibt uns noch sowas wie ein Ezreal offene Lucian. Bitte First Pick den nicht mehr. Das funktioniert einfach nicht. Und hier Yasuo. Yasuo ist auch einer derjenige, der durch diese 9.3-Änderung viel gewonnen hat, den Static Shift als erstes Item bauen zu können, hat halt sein Damage nochmal geboostet. Und das Verdoppeln des Crit hat ihn von vorne hin nicht gejuckt. Jetzt macht er auch noch mehr Damage. Ja, ist vor allen Dingen nicht nur der Damage, sondern auch die Wave Pressure, die er halt damit bekommt. Ja, hier haben wir jetzt den Lucian. Instant lose. Nee, also, jetzt nicht unbedingt. So in der Theorie ist Lucian halt wirklich ein guter Pick. Er ist halt sehr, sehr Lane-Bully-mäßig. Du kannst halt aus der Lane heraus snowballen, aber so wenig europäische Teams schaffen es halt aktuell, aus der Lane eben zu snowballen. Auch wenn sie die Lane gewinnen, passiert danach nicht viel. Und du kriegst dann in den Teamfights dann wirklich immer gehörig die Hucke voll. Mit Cassio haben wir jetzt auch den, wenn ich mich recht entsinne, den weiteren Champion mit 0% Win-Ratio neben Sylas, obwohl sie hoch priorisiert wird. Aber es ist auch, man hat ja natürlich die Flex-Option, gerade auch mit dem Jarvan. Du weißt, Misfits zeigt noch nicht ihre Karten. Die Cassiopeia kann auf 3 Rollen gehen, Jarvan kann auf 2,5 Rollen gehen. Sie, glaube ich, ehrlich gesagt, nur auf Verbiffen. Es ist Soas wird keine Kasse spielen. Soas wird hier ganz geflogen wieder ein Tank spielen. So ein schön sein. Ne? Das ist ja quasi das, was in sein Kit so reinfließt, in sein Champion-Pool. Und Cassio auf Hunshammer. Sagen, kann ich mir auch ein bisschen schwer vorstellen. Also in der Theorie ja, in der Praxis ist das, glaube ich, bei Misfits schwer umzusetzen. Ich finde es jetzt richtig greedy, eigentlich die Syndra so first zu picken und davon auszugehen, aber dass es die Cassio in der Mitte ist. Und die haben halt genau meinen Gedanken gehabt. Ja, ne? Denken sich auch, da kann das Cassio Mitte sein und Syndra funktioniert in der Theorie ziemlich gut gegen Cassio. Ja. Braum hat man jetzt noch dazugestellt. Lucian Braum natürlich eine tödliche Lane. Ob es trotzdem bei dem Loose für Lucian bleibt, werden wir natürlich dann in Erfahrung bringen. Jinx haben wir schon mehrmals gesehen und ich glaube bisher auch noch ohne Erfolg. Zweimal auf jeden Fall wurde sie schon gespielt. Einmal Reckless, der hat halt auch ordentlich voll bekommen, das weiß ich noch. Und einmal hat Fnatic gegen sie gespielt. Genau. Und da haben sie gewonnen. Hier sehen wir jetzt auch den Support Galio. Aktuell ist er in die Meta gerückt. Man will ihn oft mit einer Kalista kombinieren, einfach damit man ihm noch mehr Engage-Potenzial gibt. Das, was Galio ausmacht, ist A, sein Level 6 Roam und B, vor allem, du hast zwei harte Power-Spikes auf Level 3 und auf Level 5, auf dem du gegen fast alle Botlane All-In kannst. Denn er ist immer noch eigentlich ein ursprünglich gedachter Midlaner. Er hat verdammt viel Schaden über sein EQ und sein Passiv und es ist macht echt keinen Spaß, gegen ihn auf der Botlane zu spielen. Vor allem als Close-Range-AD-Carry bist du halt immer in Torn-Reichweite für ihn und das bedroht dich natürlich extrem. Hat man natürlich noch die Bannrotation. LeBlanc wird häufiger gebannt heute. Einmal haben wir sie schon im Spiel gesehen. Olaf im letzten Spiel im Jungle, genauso wie Nocturne im ersten. Und da ist er jetzt erstmal auf der Bank. Ich verstehe den LeBlanc-Bank nicht zu 100%. Denn man hat ja die Syndra gepickt, weil man gedacht hat, das ist eine Cassiopeia in der Mitte. Und jetzt grenzt man nochmal den Midlane-Pool ein. Vielleicht will man wirklich ihn dazu zwingen, die Cassiopeia in die Mitte zu spielen. Aber das Ganze deckt sich jetzt noch nicht ganz mit diesem Early-Syndra-Pick. Vor allem Syndra gegen LeBlanc eigentlich auch relativ confident. Das ist nicht das schlechteste Matchup für dich. Du kannst dich durch die Lane durchboxen, auch wenn LeBlanc immer unangenehm ist als Gegner, wenn du nicht gerade Lissandra oder Galio oder sowas spielst. Aber ja, gebe ich dir recht. Auch der Nunu-Pick, klar. Er könnte immer noch ein Jarvan auf eine Off-Roll sein, der nicht im Jungle ist. Und Nunu ist in der aktuellen Meta. Das ist ziemlich gut sogar. Also, ich muss sagen, mich wundert es auch, dass wir Nunu bisher noch gar nicht so richtig zu Gesicht bekommen haben. Ich würde den Nunu halt gerne mit irgendeinem Crit-AD-Carry sehen, einfach um nochmal diesen Attack-Speed zu nutzen. Hast jetzt die Irelia auf der Top-Lane, könnte natürlich gecountet werden mit einem Cannon oder einem AP-lastigeren Top-Laner, ist aber jetzt auch nach diesen Änderungen, dass sie wieder mehr Damage macht, komplett fein. Und hier kommt nochmal der Aatrox, gerade auch Flex-Pick, wird in den anderen Regionen Korea, China hauptsächlich im Jungle gespielt und nicht mehr auf den Solo-Lanes. Das wäre oft, wenn dann hier ein Jungle Aatrox ist. Ich glaube, in Irelia rein möchtest du Aatrox nicht unbedingt spielen. Die hat zu viel Outplay-Potenzial gegen dich. Wäre da nicht das schönste Matchup. Ja, jetzt muss man sich trotzdem entscheiden. Dreams jetzt mit dem letzten Pick für sein Team. Poppy würde ich hier voll und ganz sehen, um ehrlich zu sein. Aber nicht das, was Kickis letztens mit Poppy gemacht hat. Nee, Poppy Top-Lane will ich auch sehen. Ja? Aatrox Jungle, Poppy Top-Lane. Das wäre hier auf jeden Fall eine Möglichkeit, die gut funktionieren würde. Gegen Jarvan, gegen Irelia. Auch den Vlad. Ja, aber Vladimir musst du halt in der Early Landing Phase gegen Irelia wirklich vorsichtig spielen. Also passt, kann man machen. Gerade weil du auch mit dem Pool den Stun relativ einfach dodgen kannst. Aber wenn du einmal zurückfällst, wird das Matchup halt unspielbar für dich. Ja. Jetzt der letzte Pick für Gorilla. Er kann jetzt hier nochmal den Sack zumachen. Ein AD Carry vielleicht oder ein Midlaner. Das würde nochmal die Cassio auf der Botlane bestätigen. Und es wird...
Es ist die Cassio auf Hans Sommer tatsächlich. Und wir. Javan Botlane Support. Ich glaube, wir werden Javan auf der Toplane sehen, Galio als Supporter. Und die Irelia in der Mitte? Ich denke. Ah, wir warten noch kurz. Irelia ist halt nicht so gut. Das könnte halt theoretisch noch Javan Mitte sein, was aber auch nicht so gut ist. Haben die jetzt so viele Flexpacks gepickt? Also Irelia Mitte wurde ja ziemlich hart genervt. Ja. Gerade in solchen AP-Matchups. Ja. Das ist kein schönes Matchup für Irelia, so viel sei gesagt. Dass man Cassio nach unten flext, ist okay. Also Cassio funktioniert halt wirklich gut. Ich hätte halt bloß erwartet, dass Hans Hammer eben mit dem Champion umgehen kann. Wir werden sehen, wie gut funktioniert. Also in der Theorie ist die Misfits Botlane eine ziemlich hart winning Botlane. Ja. Toplane für Javan ist schwer zu gewinnen. Also auch da, EQ-Kombo kannst du einfach poolen. Auch Midlane ist gegen Syndra für Irelia, denke ich, auch schwer zu gewinnen. Hat man sich echt mit den Flexpicks vielleicht ein bisschen zu viel aus dem Fenster gelehnt und wusste nicht mehr genau, wo man eigentlich alles hin positioniert. Die Sejuani-Synergie ist halt ziemlich geil. Du hast halt zwei Midis auf beiden Solo-Lanes mit Seju-Ganks. Ja. Und hast einen guten Follow-up mit dem Galio, mit dem Javan. Ja. Ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Geiles Support. Ist es jetzt also Cassio Botlane auf Hans Sommer? Was daraus wird, werden wir jetzt erfahren. Über den Command Ausrufezeichen Rewards könnt ihr unseren unseren Stream auf lolesports.com schauen und in Game-Belohnung absahen. Und absahen könnt ihr jetzt auch euer Gehör, denn da gibt es jetzt was Schönes drauf von Maxim und Sola. Viel Spaß. Ihr seid jetzt, wir sind euch in euch drin, ne? Sehr, sehr schön, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Die Überleitungen sind fantastisch. Wir haben Cassiopeia, Galio auf der Botlane. Galio ist so ein kleines Korea-Ding gewesen, da wurde Galio Kalista gespielt. Das kann ich schon verstehen, dass man so eine Taunt-Granate einfach in den Gegner reinschmeißt. Und jetzt hat man da quasi zwei Mages. Und Galio hat einen sehr hohen Base-Damage, was einer der Begründungen ist, dass er dort gespielt wird. Ja, und auch ein unglaublich starkes All-In-Potenzial, gerade mit dieser Flash-Kombo. Ist doch ein bisschen vergleichbar mit einem Alistar so. Wenn du Play-Potenzial siehst, wenn der Jungler da ist, Flash-Engage fast unausweichlich sozusagen. Gleichzeitig, du hast angesprochen, hoher Base-Damage, keine schlechte Wave-Pressure, also kann auch gut pushen tatsächlich. Hat natürlich ein paar mehr Mana-Probleme, aber sollte hier tatsächlich kein schlechtes Matchup haben gegen Lucian und Braum. Natürlich kann Lucian in der Theorie reaktiv einfach rausdashen. Aber nicht gegen Cassio. Also die Kombo gefällt mir da sehr, sehr gut. Lucian und Braum ja beide so ein bisschen von ihren Dashes abhängig, um Situationen zu entschärfen. Mit Sejuani hast du spätestens ab Level 6 da immenses Gankpotenzial. Sollte sehr interessant werden. Und bei SK den Aatrox Jungle, darüber hatten wir uns gerade schon so ein bisschen unterhalten, ist eigentlich ziemlich hart genervt. Sehen wir in Korea aber immer noch. Also hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Generell SK so ein bisschen mit einer bunten Mischung. Ja? Du hast sehr viel Early Pressure mit Syndra, Aatrox und Lucian. Und dann hast du halt nochmal das insane Scaling mit Vladimir. Wobei ich glaube, Late Game wird es da... Er wird schon hart gegen Cassio, Seju, Galio. Das ist schon eine dicke Frontline. Da wird der Lucian nicht mehr so viel Spaß haben. Und, Lucian wird nie Spaß haben in Lucian der LEC. Ist halt auch... Nee. Macht das ist halt einfach nicht schlimm. Der Mindrop-Vorteil von Galio ist, by the way, dass er natürlich auch zur Midlane roam kann. Und zwar mit einem Knall. So, das ist halt wirklich... Wie laut ungefähr? Wie wieder? Wie laut ungefähr? Also so richtig Boom schon. So oh, Boom, ja. Boom ist halt... Also es ist so mehr basslastig. Das ist schon heftig. Ja, das sind so die verbotenen D-Böller. Oh ja. So, jetzt wird hier auf jeden Fall der Red Buff genommen von Seju. Ebenso Botside-Start, also ne, auf der blauen Seite Selfmade mit den Raptoren. Kein Pull, braucht dadurch natürlich ein bisschen länger, aber dafür hat die Botlane halt Pressure. Ne, dafür haben sie ein bisschen Push und das willst du als Lucian Braum ein Stück weit haben. Cleanse auch dabei auf der Seite von Crownshot, finde ich interessant. Das ist halt, um genau diesem Flash-Taunt-Engage ein bisschen entgegenzuwirken, auch gegen Sejuani. Aber dir geht da natürlich Lane-Pressure mit Flöten, weil entweder du hast Heal dabei, was sich im All-In stärker macht, oder aber auch das TP. Hier dann nur Cleanse, was später nice ist, für die Lane aber auf jeden Fall von Nachteil ist. Man kann aber auch Ignite cleansen. Also da hat man zumindest einen kleinen Heal-Ersatz. Also das ist schon, wie gesagt, Optionen gibt es. Man muss das Ding halt nur gut einsetzen, ist klar. Und wir sehen schon Mr. Chicken, der rennt da rum, wird Level 2, chillt seine Basis, na, und ist halt wirklich ein solides... Okay, geh einfach random rein, just do it. Na, zack, ein Q, ein E, GG. Na, ist wirklich eine sehr einfache Geschichte. Und das Ganze kann man ganz gut repeaten. Selfmade ist aber hier mit Aatrox am Start auch immer noch ein LCK-Überbleibsel. In Korea spielt man immer noch Aatrox Jungle, obwohl natürlich eher Nachteile bezogen auf den Sustain hat. Hat die auch die Raptoren-Variante gewählt? Nope. Na, die Krabbe ist bereits genommen, was natürlich für die Jungle-Route sehr ärgerlich ist. Pinkt aber bereits die andere Krabbe. Hat natürlich immer noch einen guten Early Spike, so, also sein Base-Damage ist weiterhin sehr, sehr hoch, aber ist einfach schwächer jetzt als zuvor. Ist jetzt hier auch schon zwei ganze Camps hinten. Hat da gerade sehr viel Zeit, Botzeit gerastet. Er macht einen Full-Clear, wartet auf den Gang und muss den ganzen langen Weg nach oben machen. Er hat quasi noch drei Camps übrig, plus Krabbe, während CJ jetzt ihren gesamten Jungle fast geklärt hat, minus Golems. Bin mal gespannt, ob Maxo da jetzt dafür dann mit diesem Tempo-Vorteil gleich einen Gank suchen wird. Geht jetzt auf jeden Fall erstmal Base. Warum ist Wirlebit zurückgegangen?
Die ganze Combo ist raus. Denn Wurlip musste mit der Herrin, verpasst ihm dann sein Mega-Q und gewinnt den Trade dann. Ja, ich meine, da kam gerade der Ping raus, dass Maxlor wahrscheinlich an den Golems ist. So. Aber Maxlor ist Base gegangen. Wäre er nicht Base gegangen, wäre er jetzt an den Golems gewesen. Und er ist jetzt hier schon halbiert worden. Aber fairerweise kannst du natürlich auch mit dem Pool gut gegen die Javan EQ-Kombo gegenarbeiten. Auf Level 6 sieht es ein bisschen schwieriger aus, ne? Da bist du dann eigentlich safe deinen Flash los, wenn es den Joanie in der Nähe ist. Aber solange du diese Ultimate respektierst, solltest du eigentlich wenig Gefahr haben. Sejuel kannst du ja auch dodgen. Generell wird sich Vladimir hier, glaube ich, in dem Game, wenn er ein paar Items kommt, relativ wohlfühlen. Ja, Javan hat zwar auch seine Abwehrmittel mit Hextrinker und so weiter, also er freut sich auf jeden Fall ein bisschen da Richtung MR gehen zu können oder halt pure HP. In den Ruhen würde er wahrscheinlich auch etwas MR reingepackt haben. Und das, was Vladimir am Anfang möchte, ist viel cooler Reduction. Das heißt, du gehst dann die Boots relativ zügig, du holst hier diesen Codex, also das, ja, die AP und Cooldown Reduction Variante und spammst die Gegner mit Qs zu. Javan kann das auch witzigerweise. Na, er kann dich auch mit der Lanze und der Standard und so weiter bedrohen, kostet aber halt Mana. Na, und dann wirst du halt in der Regel genetzt. Stan trifft in der Mitte. Sejuani in der Nähe. Pyrian auch fast schon oben, aber der ist so nah am Turret, der sollte hier eigentlich safe sein. Spielt hier auch mit Cleanse. Er ist gegen eine Sejuani eigentlich schon fast Pflicht. Und hier sieht man es auch, Irelia, die fühlt sich in diesem Matchup relativ wohl. Gerade weil Syndra halt early einfach Sustain-Probleme hat. Irelia kann da mit seinem Q, mit ihrem Q sehr gut arbeiten. Und bei Javan sogar der Executioner's Rush. Ja, gegen Vladimir Sustain kann man es natürlich nachvollziehen. Delayed aber seine Core-Items, namentlich Tiamat für den Push, Black Cleaver. Doch schon merklich. Aber wird sich halt spätestens beim All-In dann auszahlen, sobald der Gang kommt. Es ist sogar das Problem, dass es nur beim All-In gut ist. Einfach so den Executioner für ein paar Sekunden draufzupacken, ist nicht worth. Na, bringt wirklich gar nichts. Also, du hast ja quasi einen Gegenstand gekauft, wo du auf übel viel Schaden verzichtest und einfach nur sagst, eigentlich hole ich mir das nur fürs 2v1, damit wir ihn schwächen können und ihn gemeinsam vernichten. Ab Level 6 wahrscheinlich. Maxlor war gerade Botlane, der taunt, kommt durch. Na, da hat es den Braum auf jeden Fall getroffen. Aber kein Miasma. Ah, er ist auch ein bisschen Mana-los. Miasma ist sehr, sehr, sehr teuer geworden. Ja, richtigerweise. Ist auch leicht balanced, der Spell. Schwierig, ne? Aber damit immerhin der Braum von seinem Flash befreit. Aber das ist halt das Ding. So, wenn du da entweder einen größeren Mana-Pool hast oder härter committest, spätestens wenn Cassio Level 6 ist, wäre das ein relativ safer Kill gewesen. Da sieht man also das Potenzial definitiv. Zumal es ja doppelt gemein ist. Der Taunt führt ja dazu, das Taunt ist ja keine CC wie ein Stun oder sowas, sondern er geht zu dir. Das heißt, du schaust Cassiopeia immer ins Face. Das ist halt doppelt schlimm. Ja, stimmt. Ja. So ein Root ist da halt super simpel, aber die Leute werden zu Galio laufen. Und das, wenn sie zu ihm laufen, ist Cassio immer hinter ihm. Das ist ja ziemlich insane. Ja, ist krass, man. So, top in. Hier ist der Trade, da sieht man es halt, der Q trifft. Halt gar nicht quasi. Ja, aber so darf er es natürlich auch nicht machen. Auch Wallet macht jetzt hier seinen Power-Q, kommt aber nicht ran. Kriegt trotzdem sehr, sehr viel HP wieder. Sie sind ja immer noch in diesem Standard-Mode. Also Wallet war noch nicht mal Base, was er jetzt irgendwann koordinieren sollte. Selfmade ärgert das natürlich auch, weil er wirklich die Top-Lane aufsucht. Und wie gesagt, ich bin ja ein großer Verfechter von Nicht-Top-Lane-Gängen. Und nun... hat sich letztes Game aber ausgezahlt. Hat sich letztes Game ausgezahlt, weil aber auch, wie sie Chachi nicht weiß, wie man W drückt. So, Javan ist Level 6. Artrox noch nicht. Hat hier mit nochmal kurz vorbeigeguckt. Generell Selfmade hat halt sehr viel Downtime hier. Und wo er versucht, Gangs durchzukriegen, funktioniert aber nicht so richtig. Und das Ding ist halt, die Uhr tickt halt von Minute 1 an. Jede Minute, in der Artrox nicht erfolgreich ganken kann, ist eine Minute, in der Sejuani ihn outscaled sozusagen. Also Sejuani wird halt mit der Dauer des Spiels so viel nützlicher werden, als es der Aatrox hier ist. Gerade weil der Aatrox hier auch so mehr oder weniger der Main Engage fast schon ist. Normalerweise willst du ja als Aatrox auf einen Engage rauffollowen so ein bisschen. Flanken natürlich, aber er hier, ja, er muss der Main Engage eigentlich sein. Man hat ansonsten nur ein bisschen Catch-Potenzial mit Syndra, Braum-Q-Ult. Aber so eine richtige Engage-Combo hat man auf der Seite von SK nicht wirklich. Alternativ ist, dass du selber derjenige sein willst, der eröffnet werden wird. Also die Waffen gegen eine Eröffnung sind not bad. Scatter the Weak ist lächerlich, Braum ist lächerlich. Und also jeder einzelne Champion hat Waffen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, glaube ich, der ganzen Comp. Wenn die Gegner eindeutig eine Hard Engage-Comp picken, dann muss deine Comp nicht nur Engage haben. So, du kannst halt dann noch einfach versuchen, dich gegen die Gegner gut zu wappnen, sodass du die große Stärke, das ist ja der Engage hier auf der Seite von Misfits, dass du die so ein bisschen aushebelst. Vladimir kann das gut, Aatrox ebenso, Lucian mit Cleanse durchaus auch, Braum ebenso. Also man ist da schon nicht schlecht aufgestellt. Mit Cleanse sogar die beste Variante. Es ist einfach wirklich, um einen Kampf hinauszuzögern, ist das halt einfach still OP. Ja, sogar zweimal Cleanse. Hier war die Syndra Ult nicht ganz so effektiv. Der Schaden ist dank der Merkurs-Schuhe von Fibiv relativ begrenzt. Generell passiert hier gerade nicht ganz so viel im Early Game.
Da muss man doch sagen, vollkommen okay. Also die Jungler können dann entsprechend auch wieder ihren Job nachgehen, was bei Seraphim ein Vorteil ist. Er hat 2 Camps aufgeholt, sitzt hier bei 58, kann natürlich vom Gold her erst mal mehr anfangen als Maxlore. Sejuani scaled wegen ihrer Utility, Atrox scaled mit Gold. Ja, also er kann dann natürlich mit seinem Schaden deutlich, deutlich mehr anfangen. Maxlore darf kurz auf der anderen Seite. Man sammelt sich hier, möchte eigentlich die Flashlosigkeit von Braum bestrafen. Aber ein Braum, der bei Level 6 erreicht, ich will nicht sagen, dass er kein Flash mehr braucht, aber holy shit, ist der schwer zu vernichten. Ja. Also die Tankiness ist da schon relativ lächerlich. Selfmade da immer noch im Hintergrund, wartet. Ja, wird gespottet. Ja, ah, wobei, Ward, wobei. Nee, doch, doch, der Ward hat ihn gesehen da oben. Das war schon relativ nice gemacht. Pyrian auch wieder sein Cleanse verloren. Dazu ist es aber Flash da aber gewesen. Aber auch noch, ne? Also aber das ist doppelt sicher gehen. Also man kann ihn dann nachher noch stunnen, aber ja, eigentlich hält der Stun nur ganz kurz. Ah, aber ich glaube, Iria hätte da schon hart engagen können und hätte dann so oder so flashen müssen. Bleibt hier konsequent, gefällt mir gut. Aber ist dann natürlich bei der nächsten Sejuani-Ult sehr gefährlich, weil man hat legit nichts genutzt, außer die Sejuani-Ult. Und genauso willst du es quasi haben. Der nächste Treffer wird definitiv dann für einen Kill sorgen. Ansonsten ist man hier auch ziemlich even, überall. So, farmtechnisch, leveltechnisch, alles komplett ausgeglichen. Der Drake wurde auch noch nicht angefasst. Hallo? Ja, da muss, das ist halt das Ding, er muss da rausflashen. So, er hat nicht die Mittel gerade, um 1v1 zu gewinnen. Er kann nicht durch seinen Sustain überleben, wegen dem Executioners. Aber normal muss er da, glaube ich, mehr Respekt vor diesem Engage haben. Vielleicht hat er es auch unterschätzt. Vielleicht dachte er nicht, dass sowas einfach so reingeht. Oder er dachte, da ist irgendwas hinter ihm. So. Ich meine, er hat die Laterne, sag ich schon, er hat die Standotten-Kombo verfehlt. Geht trotzdem rein und löst immer noch einen Flash. Aber er hätte wahrscheinlich den Trade-off gewonnen. Ich glaube, er hat einfach... Plague? Ja, aber du heilst dich ja null. Naja, du heilst dich nicht null. Du heilst dich halt ein bisschen weniger. Ja. So, also ich glaube, die größte Angst war, dass da irgendwas hinter ihm ist. Ja, ich glaube auch, dass es paranoia ist, aber Sejuani müsste ja trotzdem gelesen haben. Also normalerweise kriegt man die Information vom Jungler, okay, wo könnte der Kontrahent jetzt sein? Und die Jungle-Routen an der Sejuani sind jetzt alles andere als komplex. So, gerade wenn sie halt die Top-Lane-Rotation wagt, ist es halt für sie halt schon, in Anführungszeichen, wie gesagt, ein Nachteil. Du bist halt weiter weg vom Geschehen. Krugs sind natürlich auch deshalb als Trade super viel wert. Wenn jetzt, also zum Beispiel, wenn im Jungle Wölfe oben wären, okay, auf der Red Side, würde keiner hochgehen. So, aber die Krugs sind halt so eine Goldmaschine und natürlich auch ein XP-Monster, dass du die gerne da oben mitnimmst. Also Riot hat sich dabei schon etwas gedacht. So, Harold wird jetzt hier angegangen. Wenn man den komplett for free bekommt, wäre natürlich sehr, sehr wertvoll. Die Irea halt jetzt in diesem Moment einfach ein Stück weit stärker als die Syndra, weil Irea da itemunabhängiger ist. Selfmade aber mit Level 7 hier relativ strong dabei und ich glaube nicht, dass man das einfach so for free abgeben wird. 4k Leben noch, boah, da erfolgt der Engage. Ist ultra low, also wenn er jetzt hier die volle Combo von Syndra abbekommt. Boah, oh mein Gott, wo ist er hin? Einfach aufgeplayt, stark gemacht von Maxlore, instant gestunt. Und Irea ist natürlich ein Witz, ne? Sie überträgt die Passive von Sejuani mit den Qs und den Autotext danach so schnell. Ja, das war, glaube ich, auch wieder so eine Frage der Kommunikation. So, Selfmade ist halt eiskalt reingegangen und Pyrian dachte sich, ja gut, muss ich halt wohl followen. Aber er hatte keinen Flash, keinen Cleanse. Und Maxlore hat es mit einem Flash-Engage richtig gut gemacht und da einfach konsequent den Kill erzeugt und das ist halt die Stärke in der Irea, ne? Sie kann halt innerhalb von einer halben Sekunde auf einmal in dir sein, so. Das ist schon ziemlich bitter. Da hätte man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger vorgehen müssen. Vor allem, solange Selfmade quasi so ein bisschen Bodyblockt, können sie ja Pyrian nicht engagen, aber man hat gesehen, wenn der einmal angreifbar ist, fällt er sofort um. Das ist natürlich jetzt goldmäßig eine Katastrophe. Erstens kommt die Irea weit nach vorne, viel Farm, hat jetzt hier den Weg Richtung Trinity Force eingeschlagen, Mercs bereits schon fertig, das heißt Penetration-Items sind für Pyrian völlig useless. Kann also nicht hier die. Also, er kann es trotzdem gehen, die Combo an sich. Na, weil zum Beispiel sich Cassiopeia keine Boots holen kann, na, die kriegt das mal keinen MR. Aber ist ja gar nicht wichtig. Hier war entscheidend Maxlore, okay. Hier war es nicht entscheidend. Die Hemoplague ist draußen. Soas hat aber Hexdring. Also, diesen Fight würde ich mir dann wieder nicht erlauben. Weil er hat ihn noch nicht mal ausgelöst. Na, und die Base MR-Wert tun dem Vladimir nicht wirklich gut. Schöne Lucian Ultimate. Guter Damage, aber wirklich hier machen kann man damit auch nicht. Ludens fertig gegen Blade. Das ist okay. Das Problem ist halt, eine Cassio outscaled einen Lucian halt lächerlich hart. Also wirklich ridiculous. Und wenn du damit die Lane überhaupt nicht dominieren kannst, oh, ist das schon mal ein großer Nachteil. Wenn jetzt da nicht getroffen, einen Minion aber noch als Absicherung gehabt. Und das ist der Vorteil, wenn du einen Phage zur Verfügung hast. Du queust einen Minion und hast danach einfach 700 km/h Movement Speed. Kommst da einfach immer noch locker raus. Und das Punishment von einem Atrox ist halt legit nicht da. So, selbst wenn er auf das Scatter the Weak etwas folgt, ist das Ziel erstmal weiter weggestoßen und seine einzige Möglichkeit ist, die Chain nicht nur zu treffen, was wahrscheinlich mit dem Stun einfacher ist, sondern dass diese durchkommt. Und dafür hat eine Irea zu viel Movement Speed und kann auch theoretisch zur Seite gehen. Na, und das zur Seite gehen
ist halt einfach sehr, sehr simpel. Der Weg ist da kurz. Schöner Double Knocker. Braum, wie gesagt, unfassbar tanky. Ultimate ist raus. Treezer mit dem Stundenglas. Das könnte der Counter. Der Gorilla hat aber dieses Item ebenfalls zur Verfügung. Alle teleportieren sich runter. Ist ein kleiner Sicherheitsmove, muss man sagen. Auch so, es will da noch etwas Zone. Maxlore kassiert da etwas. Beide Teams hier richtig gut reagiert. Ja, damit hat sich das Ganze neutralisiert, so ein Stück weit. Und ja, ich meine, wenn man sich überlegt, SK, was ist ihre Winning Condition in diesem Game? Eigentlich schon, dass diese Syndra Aatrox Lucian Combo im Midgame richtig Rambazamba macht. Und da sieht man bisher relativ wenig von. Syndra jetzt schon relativ weit behind gefallen. Ja, 20 CS, Kill Assist. Lucian hat sich bisher auch noch überhaupt nicht absetzen können. Spiked auch nicht wirklich besser oder stärker als Lucian. Oh, macht Memes denn da? Das könnte ein Riesenfehler gewesen sein. Ist jetzt mittlerweile schildlos. Okay, man bleibt da vorsichtig. Ich meine, der Kill ist eigentlich ultra safe. Da wird er hier nochmal mit der Standarte aufgespießt. Pyrian könnte geflankt werden. Vamp Event könnte jetzt reinkriegen und 5 Leute treffen. Oder zumindest die 4 überleben. Denn wo bleibt die Ult, ist die Frage. Vamp Event immer noch sparsam diesbezüglich. Punishment also sehr hart. Gorilla, ja, warm Gorilla-Mode. Hätte man nicht... Aber ich habe jetzt sofort eine Irea-Ult gesehen. Und dann bounce, bounce, bounce. Hm, ja, schwierig. Auf jeden Fall hat die Vladimir-Ultimate richtig schön reingeknallt. Auch die Lucian-Ult hat wieder volle Kanne gesessen. Also Misfits sucht gerade sehr viele Fights. Nicht alle gehen gut aus. Insgesamt sind sie aber 2000 Gold ahead. Auf der Seite von SK. Schwierig. Also man kann halt versuchen, bei diesen überaggressiven Engages von Misfits das Ganze zu punishen. Aber so Proaktivität ist bei ihnen gerade relativ Mangelware, muss man wirklich sagen. So, hier sieht man das Ganze nochmal. Dreamstar sehr aggressiv. Klassischer Face-Check, aber auch schön getrappt von Soas, muss man sagen. Der geht ja auch nochmal sicher, wie du schon angesprochen hast. Er kriegt relativ viel Damage, will da nichts anbrennen lassen. Dreams ist hier hundertprozentig tot. So, und dann kommt hier der Flank. Das sind 4 gegen 5 an der Stelle. Ja, und so, hier dass man hier aber, ich finde, dass man da reingeht, das muss halt nicht sein. So. Das ist halt ein 3-Mann-Knocker von dem Aatrox gewesen, eine 4-Mann-Ultimate von Vladimir. Da hätte man einfach für den Drake meiner Meinung nach gehen können. Sie haben halt in einen ungewardeten Busch, wo sogar gepinkt wurde, das war clever, wurde instant gepinkt, reingeface-checkt. So. Und ich denke, dass die Irea-Ult nicht kam, weil da sofort gecallt wurde, okay, wir gehen raus. Oh, jetzt versucht es aber trotzdem. Quasi im Alleingang, schöne Stunde. Pyrian, es gibt halt Items, die gewinnen das für dich. Oh, wie bitter! Maxlore, der Mann der Stunde, na, rettet da nochmal seinen Teamkameraden. Ja, keine Ultimate bei Pyrian, kein Smite bei Selfie, wenn ich das richtig gesehen habe. Bittere Sache. Aber Irea halt dank der Merkus doch nicht ganz so lange CC't. Also... Man merkt halt wirklich, wie gesagt, Misfits sehr proaktiv unterwegs. SK hält gut gegen, aber so gewinnst du leider keine Spiele. Und ich würde scaling-technisch wirklich Misfits hier den Vorteil geben. Auch wenn dieser Vladimir natürlich immer so ein bisschen die Wildcard bietet. So ist jetzt hier ganz alleine. Jetzt kommt Gorilla noch dazu, hat sein Ultimate nicht, kein Flash, kein Ignite, aber sollte mit seiner Präsenz reichen, hier diesen Push zu verhindern. First Blood Turret ist ja bereits gefallen. Jetzt schickt man Irea auf die Sidelane. Macht natürlich Sinn, da fühlt sich eine Irea deutlich wohler als eine Syndra. Aktuell ist aber das 1 gegen 1 CR gegen Vladimir und ich glaube auch da wird die Irea relativ großen Prozess mit Burlap machen aktuell. Für sie ändert sich halt nichts, was die Damage-Quelle angeht. Also es wird nicht plötzlich ein AD-Gegner, sondern sie hat immer noch gute Mercs dabei, die nötige MR geben und ihr All-In-Potenzial bleibt gegen ein Vladimir quasi gleich. Sie kriegt nur weniger Burst, sondern muss halt länger fighten, aber das will ja eine Irea mit ihrer Passive. Ja. Und sie hat vor allem absolute Push-Pressure. So, Vladimir kann die Wave nicht in der Mitte annehmen. Er muss warten, bis die Irea die Wave gepusht hat, dann muss er die Wave quasi erstmal zu sich pushen lassen, um sie dann anzunehmen, damit er nicht da engaged wird. Dementsprechend kriegt man hier for free den Mountain Drake. SK versucht sich währenddessen Topside ein bisschen Pressure, ein bisschen Vision zu holen. Wird relativ schwer. Soas ist halt einfach super, super safe hier. Hat er jetzt Hexdrinker, weil er natürlich auch dieses Dreiergestrüpp Top Jungle Mitte sehr magisch lastig ist. Aatrox, klar, macht gut Physical Damage, aber Aatrox burstet den Jarvan nicht so. Der kann jederzeit einfach rausdashen. Und Lucian ist da auch noch aktuell für ihn eher ungefährlich. Jetzt die Rotation in die Mitte. Vladimir ist noch Bot, hat keinen Teleport. Überzahlsituation, damit für Misfits. Oh, theoretisch. Next Lost wieder zur Stelle. Diesmal aber Mana los. Das heißt, der erste platzt auf. Jetzt mal für Vivin zur Stelle. Bin ich den ersten? Kann er weitermachen? Oh, die Ultimate. Er ist sehr, sehr spät, aber der springt hier wie ein Weltmeister. Holy shit. Ja, also die Galio Ultimate war wirklich sehr spät. Die Koordination ist nicht on point, aber insgesamt ja, der Nats den auch noch. Schöner Sidestep, hat er einen Dash. Oh, okay, das war einfach ein Grafikbug. Aber trotzdem. Oh, er lebt! Nein, lebt er nicht. Er lebt. Zack, da fliegt's hinterher. Misfits, aber hier trotzdem noch mit 3 Toten.
Also das Play ist absolut in die Hose gegangen. Währenddessen fällt der Botlane-Turm, Merlup hier am Split pushen. Ja, die Koordination war da nicht optimal. Wäre Galio ein bisschen früher gemoved, hätte am Anfang des Fights dazu geultet, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Aber sie waren eigentlich in der Überzahl. Die Rotation war geil. Also für Biffen, Push-Bot aus, rotiert Mitte. Merlup bleibt ohne TP-Bot. Es ist ein 5 gegen 4 auf der Top-Side. Aber nicht, wenn du Galio und Cassio einfach nach oben an den Turret packst und Galio nicht in die Mitte moved. Cassio hätte das Top alleine deffen können. Jetzt kriegt man Top-Lane den Turret. Das ist also nicht tragisch gewesen. Es ist wieder das gleiche Prinzip. Misfits proaktiv, aber SK hält gut gegen. Ja, also die wissen ihre Reaktion. Aber da ist die Teamcom aufgebaut. Sie soll lange überleben können. Na und hierbei hat natürlich da auch Pyrian einen ziemlich guten Job gemacht. Zack wurde hier erstmal gegen die Wand gebaut. Das ist okay. Stell dir mal vor, da wäre jetzt eine Galio-Ult schon gewesen. So. Holy moly. Ja, er läuft halt immer noch und hat auf Stufe 9, wo gemerkt, eine Ultimate, die eine recht geringe Reichweite hat. Also später wird's kranker. Ich meine, hier fliegt er auch schon auf den Red Buff los, aber es geht schon vorher. Na, Taunt wurde hier auch geflasht, das ist kein Ding. Und man stellt halt als Irelia so viel Leben mit dem Q wieder her. Aber da war die Koordination auch nicht optimal. Gorilla hätte einfach beim Team bleiben. Ah, wobei, schwierig. Dass man da rüberflasht, hat man vielleicht nicht ganz erwartet. Okay, geht ja dann ein Selfmade. Und von Kornshot auch nochmal gut gemacht da. Maxlow abgeholt, ist mit Lucian hier wieder gut im Game. Ne? 500 Gold wert, 201. Die Scaling-Frage ist dann natürlich nur wieder da. Wie gut wird Lucian im späteren Spielverlauf noch sein? Wobei ich sagen muss, gegen das Team sehe ich Lucian deutlich effizienter, weil er halt Leute hat, die in ihn rein müssen. So, er hat tendenziell Probleme, größere Probleme, gegen Range-Champions zu spielen, gegen Long-Range-Champions oder Champions, die alle haben mehr Range als er. Aber willst du in Cassio sein, die... Nee, aber Cassio wird ihn ja auch nicht engagen können. Nee, aber ich meine, du hast ja doch keine schönen Gegner. Ja, aber sie haben ja Seju, Irelia, Jarvan, oh, die in sie reingehen. Ja, Pyrian wieder mit einem guten Stunden. Glas flasht nach oben raus. Oh, der Burn-Damage genügt nicht. Er übersteht das Ganze. Kann also mit Kugeln bei Bedarf noch nach im Jarvan hier mit einer Schmetter-Ult. Mehrere Leute da getroffen. Bohrt sich jetzt da durch. So es... Der hat halt richtig Bock, mal einen Carry zu spielen. Und Selfmade, ja, der wird da einfach nur absolut hochgeworfen, dann gefinished. Schöner Teamfight für Misfits. Katastrophal für SK. Das war wieder so eine Stopwatch bei Vladimir, wo ich mir denke, warum hast du das Item überhaupt mitgenommen, wenn du sie so used? Schwierig, das könnte sogar den Nash bedeuten. 4:1 straight hier für Misfits. Sah erst gut aus, aber dann der Flash Engage von Gorilla. Zwei Mann einfach nur ausgelöscht. SK hier nicht in der Lage, diesen Nash zu stoppen, und das ist so ein bisschen der Moment, wo Misfits das Spiel übernimmt. Sind jetzt nach dem Nash knackige 5000 Gold vorn. Die Goldverteilung ist optimal. Und SK, naja, die haben eine Syndra, die nicht so richtig ins Spiel kommt. Die haben einen Aatrox, der das Early Game nicht dominieren konnte. Eine Seju, die jetzt schon deutlich nützlicher ist. Vladimir ist solid, so. Der ist nicht schlecht dabei. Der ist auch so die größte Gefahr in diesem Team, weil diese 3-4 Mann Ultimates in diesem engen Space machen es nochmal close. Aber hier sieht man es nochmal. Angefangen hat das mit dem Catch auf Pyrian. Ich finde, das hat man dann dementsprechend noch ganz gut gespielt. Ja, er stirbt hier nicht instant, dank der Stopwatch. Kriegt seine Ultimate, flasht noch aus, aber Crownshot hier. Hat hier nicht die Vision gehabt und ist, er hätte nach unten gehen können. So würde er einfach ausgelöscht. So. Und Pyrian macht eigentlich mit so wenig HP noch einen guten Job, aber es ist halt ein 4 gegen 5, weil der Lucian einfach, der ist einfach geplatzt. So, das war dann am Ende des Tages ein Fight, den man mit so wenig Vision wahrscheinlich so hätte nicht nehmen sollen. Das ist wieder so ein Problem, ne? Syndra wurde gecatcht und sie ist die Einzige, die überlebt hat, weil das Team ihr mit allen Kosten quasi geholfen hat. Hätte man nur die Syndra abgegeben, wäre es definitiv kein Nash gewesen. Ist natürlich am Ende immer leicht zu sagen, war auch sehr, sehr gut dann durchgespielt von Misfits. Da sieht man, wie stark diese Comp ist. Mit diesem Vorteil, also vor allen Dingen auch, weil sie selber ja der Aggressor sind, können sie halt jetzt das Spiel bestimmen. Mit dem Baron Buff kann man jetzt schön nach unten rotieren. Ist natürlich wirklich weird, wenn man den Tier 1 Turret dann nimmt. Aber hier Miasma, oh mein Gott, der Sprung! Der war natürlich katastrophal koordiniert. Die hat wirklich 0 Meter gut gemacht. Zack, da kommt die Ult und er ist sofort der Nächste. Slow. Der Vivian bleibt da im Hintergrund erstmal noch vorsichtig. Zack, kann jetzt aber theoretisch wieder durch die Gegend springen. Nuts da quasi den Aatrox auseinander, Selfmade mit der Wiedergeburt, aber das wird sich hier wahrscheinlich nicht Kommt der weg? Er kommt sogar weg. Ist fast. Aber da sieht man halt auch wieder, was ein Lucian so ein bisschen schwächt, diese Range. Naja, er hat in diesem Fight gefühlt einen Autotake gemacht, weil er halt einfach nicht in Range kommen konnte. Mhm. Währenddessen Source auf der Botlane im Whirlup vom Turret weggezogen. Der Turret fällt auch, damit auch der Infernal Drake. Misfits erhöht auf 7000 Gold. Und das Ding... Es ist definitiv noch nicht over, aber es sieht schon sehr, sehr eindeutig aus. Misfits hat, glaube ich, alle Mittel, die sie brauchen, um das Game safe runter zu snowballen. Du hast auf der einen Seite eine Syndra, die mit Cleanse spielt, Sonyas gerusht hat, so damit sie überhaupt halbwegs überleben kann.
Und das ist nicht der Grund, warum du Syndra picken willst, um zu überleben. Im Gegenteil. Und vor allen Dingen hast du mit den beiden Carries, weil sie magischer Natur sind, Syndra nochmal ausgeschaltet. Also Syndra ist gerne die einzige Magic-Damage-Quelle. Hier hast du Vladimir noch dabei. Das heißt, nur Mercs'n auf der anderen Seite. Teilweise Hextrinker. Stoneblade ist ebenfalls noch mit am Start. Und du hast eine Banshees-Kasse. Ja, du willst ja vor allem als Syndra einen Squishy bursten. Und es gibt keinen. Hat keine Squishies. Ja. Hier sieht man es nochmal schön mit dem Miasma gearbeitet. Der taunt dann auch nochmal, Dreams da keine Chance und hier, ja, Pyrian hätte auch schneller, also der hat ja, der ist zu lange noch in Range gewesen, der hätte einfach laufen können, aber er wollte unbedingt noch seine Ult, sein E durchziehen, so, der Backline-Dive von Selfmade war dann ganz gut gedacht, aber du brauchst einen Teamfight Vladimir, so, ohne Vladimir läuft hier gar nichts auf der Seite von SK und hier wieder, einer lässt sich catchen, drei sterben. Das ist halt super bitter. Da kann man echt noch froh sein, dass Crownshot da sich so bewegt. Auch die fand ich die Aktion von Selfie nicht schlecht. Der hat drei Qs durchbekommen. In mehrere Leute rein. Er hat einen solid Job gemacht. Wäre da Vladimir zum Flanken, hätte es ein knapper Fight werden können. Ja, wenn Vladimir da macht, der Himoplik eh und wären drei Leute tot. Aber das ist halt das Picks nicht Syndra, um Minute 24 3K behind zu sein. So, das ist halt ein Champion, der sehr viel Lane Pressure hat, der aber wirklich gut ins Game kommen muss. Und es halt. Ja, und. Also es, wie gesagt, das glänzt jetzt ja einwandfrei ein. Aber es ist auch greedy, da zu stehen, so, weißt du, was ich meine? Du hast keine Vision im Jungle, die Rotation nach oben ist obvious, weil da eine große Wave kommt. Aber der will die Minions möglichst früh annehmen. Ja, yeah, aber er verliert jetzt seinen Glanz dafür, so, weißt du, was ich meine? Er hat ja im Endeffekt nichts bekommen. Schwierig. Kann im Endeffekt von Misfits natürlich auch gut gepunished werden, muss man natürlich auch nochmal sagen. Die sind hier mit ihren Rotationen on point, sowas. Hat sein EQ gleich wieder ready, sollte hier easy wegkommen, jawohl. Oh, wenn er da hochgeworfen wäre, ne? Das wäre natürlich sehr unlucky, hat aber auch noch Flash bei Bedarf zur Verfügung. Das heißt, oben wird nach wie vor Betrieb gemacht. Man sieht es, dass da auch der ein oder andere Demolish-Proc rauskommt. Turret down. Also den Baron-Buff an sich haben wir nicht überragend ausgenutzt, aber die Nachwirkungen waren sehr, sehr schön. Da sieht man halt den Nachteil, kein ADC zu haben. Das ist halt wirklich einer der großen, großen Nachteile. Kassio hier der einzige Range-Champion mit nicht unbedingt viel Attack-Speed. Auch nicht der größten Range. Was mit dem? Dirtbock. Der kam ein bisschen zu spät. Na, das ist ein Slow-Push, Leute. Ich werde sie auch... I'm dead. Bane-Spotting, wenn sie die Montage-Musik anmacht. Ja, ja. Okay. Das war einfach eine ganz normale Bane. Einfach nur schlimm. An ally has been slain. Ja, aber im Endeffekt, wenn man sich überlegt, für was kann SK jetzt hier noch so ein bisschen, oder worum können sie noch spielen? Sie haben einen Vladimir, der bald drei Items hat, aber auch da nochmal das Ding. Syndra, Vladimir, Aatrox wollen eigentlich Squishies bursten. Syndra nochmal krasser. Aatrox, glaube ich, auch ein Stück weit, der ist jetzt auch nicht gegen Tanks gebaut und Vladimir, der kann glaube ich noch am ehesten einfach mit generell viel Schaden punkten, aber eigentlich sind die alle drei dafür da, Squishies zu one-shot. Oh, sowas hier zum Beispiel? Ja, ungefähr so. Hallo, Taunt. Ich meine, der Galio hat ihn getötet. Ja, das muss man mal vorstellen. Das Problem ist halt nicht, dass Misfits kommt, nicht sterben kann so, also ne, gerade hier auch Gorilla, sieht man ja, ist gar nicht so super tanky. Oh, jetzt Dynamin, schön gemacht, vielleicht nach vorne für Vivin, stellt sich davor, das war gute Teamarbeit. Das Problem ist, dass sie so weit nach vorne gekommen sind, dass sie halt tanky bauen können. Das ist wieder so ein klassisches Szenario von, wenn du ahead bist, kannst du tanky gehen. So, und damit im Prinzip einfach nur die Winning Conditions von SK minimieren. So, das machen sie hier wunderbar. Gleichzeitig natürlich, du hast angesprochen, Toplane, Midlane, AP Damage, da kann natürlich der Jarvan easy auf dem Morrush gehen und der wird nie wieder sterben in dem Game. Ja, also das ist als Jarvan leider wirklich lächerlich, weil sie natürlich dann auch mit der Ultimate und so weiter später ja Spellvamp, beziehungsweise auch Lifestyle, also beides gleichzeitig bekommst und alles, was du tust, endet in einem kleinen Heal. Jetzt haben wir nochmal die Toplane-Situation. Du darfst dich halt als Pyrian nicht näher. Du bist zwei Level unter ihm, der dasht dann nach vorne. Die Ult hat er zwar geflasht, aber ich meine, er hat danach noch einen Stun. So, das ist das. Aber auch da wieder, warum nimmst du die Wave da an? Du siehst ja die Irelia sogar. Die haben keinen Nash-Buff. Du hast eh keine Vision im Jungle. Gutes Setup von Misfits natürlich. Haben da Pyrian reingebettet, aber er hat hier auf Syndra leider echt kein gutes Spiel. Ja. Er muss jetzt sogar strategisch überlegen, ob er die Variante wählt, indem er Q spammt und dann Ult E macht. Statt. Ja, genau. Der Damage ist nicht da. Du brauchst einfach nur einen AOE-Stun, damit Wurlip mit seinem Schaden gut vorbereiten kann. Das Problem ist halt, aktuell bindet Soez jedes Mal Vladimir nach unten und Wurlip denkt sich, Geist, ich wäre so gern bei Teamfights dabei, aber ich muss irgendwie den Jarvan beantworten, der mir bereits schon zwei Turrets auseinandergeberstet hat. Ja, weil der ist ja richtig gut in dieses Push. Da fühlt er sich wohl im 1 gegen 1 gegen Vladimir auch easy Game für ihn. Jetzt ist der Nash wieder da, gar keine Vision für SK. Boah, das Miasma ist grausam, immer noch in drei Leuten. Die haben ein Drittel der HP verloren. Ja, Vladimir ist nicht da. Ja, und Selfmade ist da ganz allein, denkt sich, Leute, wo seid ihr? Und die sind festgeklebt an den Boden. Starke Ult, Pyrian aber wieder mit der Cleanse-Antwort. Das war eigentlich ein Top-Engage von Selfmade, wenn Vladimir da gewesen wäre zum Flanken. So hat man im Prinzip einfach nur Flash
geused, immerhin den Flash von Kassel bekommen. Also insgesamt war es trotzdem gut, dafür, dass man hier 8k behind ist. Aber Vladimir muss in diesen Teamfights dabei sein. So, sonst hast du einfach nicht genug Damage. Ja, das wird halt dauernd ein Problem sein. Eieiei, Hyperion, der Stunner da unten ist gesessen. Trotzdem haben sie es geschafft, Misfits aus dem Baron Pit rauszudrücken. Wenigstens ein bisschen Vision-Kontrolle kann man sich zurückholen. Auch Midlane-Pressure bekommt man. Also SK hält hier wirklich gegen. Oh mein Gott, dass man noch Irelia als Engage-Shooter hat, ist auch nicht gerade angenehm, ne? Normalerweise ist das so Jarvan und Sichuani so ein Stück weit. Auf Maxlos Ultimate würde man es warten, man holt sich die gesamte Baron Vision wieder zurück. Das heißt, die starten einfach. Ja, die starten einfach. Die Roller Part TP muss er instant usen. Die haben halt Moundrake. Moundrake mit Cassiopeia und dem Damage Output. Ich meine, Soas wird jetzt von der Seite rein, sondern wie der letzte Geisteskranke. Er kann TP nicht abbrechen, Leute. Oh, das ist aber hier eine gute Hemo-Play. Kommt er doch in Stundenlass. Er poolt zuerst. Wallip, zack. Heilt sich jetzt gegen, aber das war gar nicht so viel. Er wurde gedebufft zuvor. Zack, jetzt schnappt man sich zwar den ersten Mage, aber so es geht es hier noch absolut blend. Auch Fib, even what? Der wäre beinahe noch rausgekommen. Knappe Kiste hier an der Stelle. Crouchlot hat keinen Mana mehr. Oh, zack. Kommt noch rausgeflasht. Ist gerade aus dem Miasma rausgelaufen. So, es hat noch eine Kombo. Der hat übel Bock. Ne? Der will jetzt ihm Flash eh. Die ist aber jetzt auch alle ein bisschen low. Ja, der wird jetzt irgendwann mal lassen. Zack. Oh, er trifft sogar beide. Er trifft sogar. Oh mein Gott. Ja, der letzte Auto-Tag war schon. Es war gar nicht so stark, aber es sah schön aus. Nein, der hätte einfach nur einen anderen Auto-Tag müssen und dann. Ja. Es war nicht worth, weil er Shutdown Gold wert war. Aber es wird geklatscht. Frage ist, warum? Ja, doch. War ein gutes Frage ist, wofür? Wegen krassen Teleport wahrscheinlich, weil das nicht abbrechen kann. Ja, denn Hans Sammer ist jetzt da und kriegt den Turret. Ja. Ich meine, das Ding ist, man sieht, die Fights, die sind nicht. Also, die sind natürlich jetzt nicht ultra close, aber. Die sind für den 10.000 Gold-Vorteil genau, sind das ist die der close. Punkt. Wenn der SK jetzt noch nicht so gnadenlos behind wäre, hätten sie hier eine realistische Chance zu gewinnen. Misfits hat das Early-Mid-Game gegen eine Comp, die im Early-Mid-Game stark sein sollte, so gut gesnowballt, dass sie hier relativ kurzen Prozess mit der SK machen können. Aber auch da, der Nash ging halt viel zu schnell runter. Hätte man während der Nash noch da ist engagen können, wäre das vielleicht was ganz anderes geworden. Hier Whirlwind sehr früh CC'd worden. Er kriegt seinen E auch nicht vollgestackt, bevor quasi sein Pool ausläuft. Muss deswegen in die Stopwatch gehen, Flash dann weg. Nichtsdestotrotz, der Schaden war da. Problem war natürlich auch, dass Crownshot, wie gesagt, fast oben war. Aber das war kein katastrophaler Fall. Wie gesagt, da haben sie echt gut gegengehalten. Für so ein großes Golddefizit. Und du darfst ja nicht vergessen, der Baron Buff gibt ja auch nochmal ordentlich Combat-Stats. Das war schon nicht verkehrt. Aber sie haben sich halt im Early-Mid-Game selber schwierig gemacht. Hier dann sowas natürlich mit dem Swag-Play. Sah schön aus. Damage hat nicht gereicht. Aber man muss auch einfach mal machen. Manchmal muss man machen für den Support und den ADC. Bot-Lane-Kill ist halt ein Dream. Hat aber auch keinen. Ja, also hat. Titanic ist halt ein bisschen seltsam, weil der AOE-Effekt halt nicht nach hinten geht. Tiamat macht ja um einen drum rum. Das hätte dann witzigerweise für Braum gereicht. Aber der Titanic ist da ein bisschen weirdo. Naja, itemtechnisch ist es immer noch eine Katastrophe für SK. Sie spielen quasi ohne Midlaner, also ohne Midlane-Damage. Wenn der Voidstuff da ist, dann ändert sich die Situation massiv. Na, dann kannst du auch wirklich ein bisschen mit Schaden arbeiten. Hier versucht man, die Minions erstmal wegzuhalten. Absolut verständlich. Aber das Ziel für Misfits ist auch so glasklar. Die warten jetzt hier auf den Proc. Machen da wahrscheinlich noch einen schönen Autotech drauf. Aber man sieht es schon. Na, eine Syndra kriegt da hier die Vasallen erstmal weggekickt. Ja, da waren auch Bots unterwegs. Das war Mitte nicht ran. Push irritiert man nicht ein bisschen. Irritiert mich ein bisschen, weil da ist halt der Inhib offen. Also der könnte man einfach konsequent nehmen. Ich glaube, den nimmt man einfach als Bonus mit, wenn man hier oben fertig ist. Ja. Ja, mit diesen letzten 40 Sekunden Nash ist es wahrscheinlich wichtiger, nochmal ein Turret zu bekommen. Wobei da SK halt wirklich nicht schlecht gegenhält. Und da ist halt diese fehlende Range von Misfits durchaus ein Problem. Also SK, die halten gut durch. Aber ja. Es ist irgendwie trotzdem nicht close. Und sie werden ja auch trotz Geld. Das ist halt so ein bisschen eine aussichtslose Situation eigentlich für sie. Sie können halt immer noch darauf hoffen, dass sie im Teamfight einfach straight up outplayen. Fünfmal Vladimir Ult, drei, viermal einen Aatrox-Knockup. So. Sie haben durchaus eine Chance, so einen Fight zu turnen. Müssen aber auch Fehler von Misfits hoffen. Aus eigener Kraft können sie hier in diesem Game, glaube ich, nicht mehr zurückkommen. Ja. Das Witzige ist, dass sie halt trotzdem sehr viel Zeit erkaufen durch dieses Double Cleanse, ne? Maxlor hat keinen Bock und keinen Spaß, weil er denkt, alles klar, ich werfe jetzt die Ult rein. Ja, vor allem, du hast Double Cleanse, Aatrox Ult, Vladimir Pool, Braumschild. So, also die sind schon sehr schwer zu engagen, da gebe ich dir recht. Und mit dem Nash hat man keinen Einzelnen. Das ist schon der zweite Nash und es stehen immer noch alle Inhibs. Ja. Das ist bei einem 10k Golddefizit schon echt beeindruckend. Ja, also die Draft von SK war schon zumindest antwortmäßig sehr, sehr schlau. Klar, der Lucian, da haben sie dann einfach eine hohe Prio drauf gehabt. Der das Hauptproblem war, glaube ich, wirklich, dass die Syndra so aus dem Game rausgedrückt wurde. So. Wäre die Syndra jetzt hier nicht 0,55, 2 Level behind, 40 Farmhits und hätte jetzt, sagen wir mal, auch so 3,5-4 Items so. Und hätte sie im Midgame actually Pressure gehabt. Sie hätte ja zu keinem Zeitpunkt wirklich Druck.
hätte das ein anderes Game werden können. Jetzt bin ich mal gespannt, ob SK hier irgendwie doch nochmal zurückpowern kann, weil Misfits, sie haben auch in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie ein Team sind, was doch durchaus schwächelt. Hier bisher das Ganze relativ clean gespielt, aber am Ende muss man den Nexus erstmal einreißen. So mehr als 10.000 Gold, so wenn du nicht mit 10.000 Gold Lead finishst, dann auch nicht mit 15.000 Gold so gefühlt. Ja. Natürlich, wie gesagt, das Scaling ist auf ihrer Seite, wobei ich da schon sagen würde, so ein Jarvan, der fällt auch ein bisschen ab. Eine Irelia, die fällt auch ein bisschen ab. Galio Support definitiv auch, aber bei Syndra, Lucian, Aatrox genau das Gleiche. Es ist halt die Ausführung, wie sie es wagen. So, das ist halt das Ding. Na, wir werden jetzt so ein bisschen geduldig sein. Denn ihr seht schon, der nächste Baron kommt in einer Minute. Danach gibt es noch einen Clown Drake. Das ist auch völlig fein. Der ist jetzt natürlich sehr, sehr krass verzögert, ne, weil er zu einem ungünstigen Timing genommen worden ist. Ja. Deswegen ist das völlig fein. Und ich denke, darum wird sich auch Misfits kümmern. Sie haben halt immer noch die Jungle-Kontrolle. Beziehungsweise hier speziell am River. Können sie da das zuboarden. Das Kamos gemeinsam zusammenbleiben. Was auch cool ist, weil Wurlip dann mitspielen kann. Aber halt seinen Vorsprung gegenüber Soas nicht weiter ausbaut. Also er ist schon der Carry und wenn er das Rabadons trägt, dann lachen wir uns halt kaputt, weil dann werden die Teamfights ultra witzig. No, aber bis dahin muss man noch ein bisschen geduldig sein. Aber werden sie das, die Frage so? Das hört schon echt viel in Ehren. Ich meine, wenn sie gegen den Baron Buff gegengehalten haben, wird es ja wohl ohne Baron Buff ja noch angenehmer sein. Das auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht. Und man merkt halt schon, dass Misfits große Probleme hat, Ideen zu finden, das Game zu finishen. So, gerade weil SK halt sich jetzt nur noch schwer aus der Base locken lässt, weil sie haben ja auch keinen Grund dafür. Solange kein Innesh da ist, warum sollten sie die Base verlassen? Ja. Vision-Controller haben sie eh nicht, laufen dann nur Gefahr, gecatcht zu werden. Jetzt sind sie hier gegroupt in der Mitte unterwegs, die Rehe am Split pushen, die Javan ebenso. Ja, das macht auf jeden Fall SK nervös, weil sie haben keinen aktiven Engage. Dass sie da so weit vorne sind, liegt halt am Nash, ne? Sie wollen diese Midlane-Pressure haben, damit der Nash nicht fällt, aber Javan kriegt da gewichtigen Damage Botlane. So, der kriegt den Turret wahrscheinlich sogar. Ja, der hat's den jetzt. Zack, das ist halt makrotechnisch komplett suboptimal. Vladimir hat TP, der muss da unten sein. Die verlieren, so, die fast schaffen es, gegen 4 Minuten Nash alle Inhibs zu verteidigen und verlieren den dann fast einfach so. Ja, der jagt ihm jetzt da unten auf jeden Fall hinterher, wird ihn aber nicht bekommen. Wir sehen das All-In, ne? Die fighten da wie die Blöden. Sobald der Hextrinker ploppt, verliert Vlad. Er verliert hier schon quasi davor. Hemoplague heilt ihn um 0. Ist ein bisschen blöde, die Kamera passt wieder. Aber oh, Stundenglas, hat auch nochmal davon. Aber es ist immer noch der Shield. Er verliert gegen den Shield. Ganz starke Kiste. Ich habe noch nie ein Minifenster gecastet, by the way. Ja, aber das Ding, wäre der Turm nicht down, wäre das unmöglich gewesen. Das Problem ist, Vladimir muss reingehen, weil sonst der Inhib down ist. So. Dass man diesen Inhib-Turret da unten verloren gehabt, er verliert. Das zerstört ihn gerade das ganze Game, weil jetzt ist Aatrox Bot, der hat aber das Smite. So, das heißt, der Nash ist weg. Also, man hält 35 Minuten echt gut gegen 10.000 Gold und einen Nash-Buff, schafft man es, alle Inhibs zu verteidigen. Und dann durch einen makrotechnischen Fehler verliert man den Inhib, verliert den Nash. Und das sollte eigentlich reichen für Misfits, um das Game hier zu closen. Weil jetzt hast du diese erste Öffnung in der Base, wo die Superminis auch die ganze Zeit rein drücken werden. Du hast jetzt offen Midlane-Inhib, also mindestens 2 Inhibs kriegst du halt. Und mit 2 Inhibs solltest du auch den dritten kriegen. Du kriegst jetzt alles. Also die werden jetzt die Rotation ganz einfach nach oben wagen. Midlane kann man immer ein bisschen helfen mit dem Reinpushen. Man kann auch noch den Drake spontan nehmen, aber der Turm da oben hat ja gar keine HP mehr. Der ist ja ultra low. Da muss jeder nur einen Angriff drauf machen und es ist vorbei. Und du bist ja die Team-Comp, die einfach mal, wenn sie einen Turm haben möchte, einfach die Ult reinschmeißt. Maxler denkt sich, Leute, wollt ihr kurz 2 Sekunden Zeit haben für einen Turret? Okay, boom. Na, wirf das Ding rein. Gegner muss drauf reagieren. Man forciert mindestens einen Cleanse von Pyrian oder Crownshot. Und dann darf man sich wieder mit übelst vielen Superminions anlegen. Und da, du hast halt keine Sivir hier am Start, keine Jinx, die das Ganze entlasten könnte. Das bedeutet, wir können jetzt quasi schon sagen, wenn Misfits nicht komplett gestört ist oder SK jetzt nicht das Powerplay ihres Lebens macht, ist die 40. Minute der Punkt, wo das Game beendet ist. Ja, man muss sich trotzdem nicht vergessen, dadurch, dass sie diesen Cloud Drake nicht holen, verzögert sich der Elder Drake immer weiter. Aber man hat jetzt trotzdem natürlich noch 2 Minuten Nash. Die erste Super Minion Wave wird gerade gepinkt, die ist auf dem Weg und man slow pusht das hier. Das macht man clever. Man möchte, dass die Wave gleichzeitig mit den Super Minions da unten ankommt und SK versucht irgendwie diese Wave noch zu verteidigen und die zu clearen, bevor sie da ist. Und Misfits muss dementsprechend jetzt ein bisschen härter pushen, das ist wichtig. Midlane kann man das Ganze hier auch clearen. Javan hat keinen Nash. Das ist wichtig, dass der keinen Nash hat. Sonst könnte der einfach die anderen Minions nochmal empowern. Schöner Stun da. Ja, noch eine Waveform. Da unten, da ist einfach der übelste Brei. Jetzt versucht man Soas nochmal abzuholen. So, wichtig, dass er von der Kette nicht gezogen worden ist. Standard-Kombo kommt raus. Die Hälfte der AP verloren. Das ist unangenehm. Selfmade macht, wie gesagt, mit den Items schon brachialen Damage. 1 Minute 40. 3 Waves muss man hier durchhalten. Syndra ist da langsam echt wichtig. So, die hat halt guten Wave-Clear. Miasma
Ja, aber ist alles fein. Sobald der Turret da unten angegriffen wird, dann ist over. So, es geht da sogar jetzt aktiv hin, um die Minions zu unterstützen. Okay, das war ultra aktiv, wohlgemerkt. Jetzt hat er keinen Flash zur Verfügung. Geht ins GA, dann wahrscheinlich in die Standoffen-Kombo. Also ja, er holt immer viel Zeit raus. Er muss nur pressuren, du hast es angesprochen. Top-Lane-Turm fällt, mitten in dem Feld. Das überlebt er wahrscheinlich sogar. Ja, Emo-Plague reicht niemals aus. Macht aber null Damage bei diesen sehr, sehr hohen MR-Werten. Okay, das ist ein Support, by the way. Na, Nuts den hier die Hälfte der HP weg, lässt sein Inhibitor fällt. Und jetzt könnte man theoretisch sogar Base nochmal resetten, Items holen und dann volle Wucht mit einem Rambock reinschmettern. Ja, aber sie haben noch Baron Buff und sie haben drei offene Inhibs. So, ich glaube, das kann man genau hier enden. Teleport kommt nochmal raus von Soas. Hätte auch zum Turret kommen können. So hat man den Ken-Minion ein bisschen delayed. Ah, der erste Turm ist angeschlagen. Ja, das wird der letzte Teamfight. So ist bereits mit der Standorte drin. 40 Sekunden noch, bis der Nash weg ist. Und das ist halt, glaube ich, jetzt so der entscheidende Punkt. Schafft es SK, 40 Sekunden noch durchzuhalten? Schaffen sie es auch, bis zum nächsten Nash durchzuhalten? So, weil in der Base bleiben und Minions clearen, das können sie, glaube ich. Ja, tut aber weh. Also irgendwann kommt halt so ein random Engage. Turrets werden halt auch nicht ewig durchhalten. Niedermähen bereits in das Cannon-Minion rein, was sogar eine sehr gute Idee war, weil das ja quasi basically ein Tank ist. Das war ein Free Taunt gerade. Na, da hätte man auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden reindrücken können. Aber das Ding ist so, SK verteidigt es gut, aber sie sind noch nicht einmal auch nur ansatzweise irgendwie dann in der Nähe gewesen, zurückzukommen. So, das heißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Misfits das Game hier finisht. Oh, da kommt die Eröffnung. Aber natürlich auch Braum nicht optimal. Das war auf jeden Fall not bad. Fab Irwin da mitten drin kassiert aber. Geht ins Guardian, hat keinen Flash, kommt da wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Der Stun ist da und SK verteidigt sich gar nicht so bad. Das muss man dazu sagen. Also sie leben noch wohl. Aber genau das ist der Punkt. Sie verteidigen gut, aber es bringt nichts. So, was bringt es dir, deine Base zu verteidigen, wenn du nirgends nie da rauskommst? Du hättest selbst Klamm verloren, Junge, mit so einer Einstellung. Ja! Du musst halt warten. Alter, wenn SK das Game nochmal turnt, dann haben die meinen größten Respekt. Aber mehr als nicht verlieren haben sie bisher in 39 Minuten nicht geschafft. Ich höre Gandalf. Die Sonne geht auf. Das dauert noch 6 bis 8 Stunden. Das ist okay. Oder 1 Minute 5. Aber ja, Flash. Ja, ist halt wirklich so. Und wie du hast es erwähnt, Elder Drake haben sie verkackt. Ja, komplett. So, der braucht jetzt schon 1000 aber Jahre. Aber das war auch ein dummer. Also warum? So, du Sejuld sitzt gut. Irea Ult sitzt gut. Nehmt den Turret. So, why? Selfmade und Wurlip spielen das dann gut, die flashen von der Seite, rein. Was da oben, der, was Wurlip von der Seite, da macht das insane. Der Proto-Battle da in 3 Leute rein. Super gut. Emo plagt die einfach aus ihrer Existenz. Ja, aber auch wirklich absolut unüberlegt davon, Fab Irwin rein zu flashen. Hat ja auch nicht das nötige Follow-up an der Stelle. Jetzt wird der Drake gemacht, so Mensch, ja Leute, so ein Elder doch eigentlich ganz nice. Ja, Lucian spielt langsam mit. Das ist auch so, also Crownshot macht hier einen richtig guten Job auf Lucian, aber wie schon erwähnt, gegen das Team fühlt er sich auch wohler. Und gegen das Team scaled er actually gar nicht so schlecht. Ich glaube, er hat seinen Infinity Edge jetzt fertig. Das macht schon Damage. Also das tut weh. Und der nächste Nash-Fight wird dann der entscheidende. Der Botlane-Inhib ist wieder da. Das Ding ist nur, Vladimir wird dieses 1 gegen 1 gegen Jarvan, glaube ich, nicht gewinnen. So. Und der Inhib ist halt offen. Also das wird dann wahrscheinlich nochmal so ein Déjà-vu. Wobei jetzt Rabadons fertig ist. Das kann vielleicht den Unterschied machen. Der hat halt auf jeden Fall jetzt mehr HP als Jarvan. Ja. Das ist das Witzige. GA ist auch auf Cooldown. Aber in 30 Sekunden Nash. Wenn der nochmal, also wenn die den bekommen, ist Game Over. So, das weiß SK. Die müssen diesen Nash contesten. Und Misfits weiß das auch. Die wissen auch, dass SK den Nash contesten muss. Das heißt, sie werden Vision clearen und wahrscheinlich einfach trappen. Und einfach hart engagen. Aber die Fights sind close. So, das heißt, wahrscheinlich kann man auch einfach über den Jarvan-Split-Push gehen. Warten, bis die Super-Minions pushen. Und versuchen, mit den Minion-Waves, mit den gefallenen Inhibs zu spielen. Jetzt einen reinen 5 gegen 5-Fight zu forcen, das wäre seitens Misfits super fahrlässig. Das muss jetzt mal bitte jemand klippen, wie wenig deutsche Wörter in diesen Sätzen gerade gefallen sind. Das ist halt zum Totlachen. Aber man versteht alles, das ist das Schöne daran. Ja, das ist einfach das Schöne daran. Gut, du hast es gesagt. Baron, das ist Ziel. Unten wird gepusht, das war klar. Déjà-vu. Na, der Inhib ist weg. Die werden den Nash nur starten, um die Leute aus der Base rauszuziehen. Irea, das ist ein 3 gegen 5. Oh mein, 3 Gott. Gegen oh mein Gott, Crownshot. 2 Auto-Attacks, dann den Nash machen. Verlieren müssen der den Nash HP. Machen. So, jetzt haben wir hier wieder den Mega-Power-Split. Teleport, die beenden das einfach. Die müssen den Nash machen und dann Base machen. Ja, der Turret ist weg, der Turret ist weg. Die werden den 3 Auto-Attacks, der Wallip kann nochmal halten, weil er noch eine Stundenlast hat, aber die enden das. Die werden jetzt einfach auf den Nexus gehen. Na, das kann der krasseste Blutwaage der Welt nicht verteidigen. Misfits, also ganz sneaky. SK aus der Base Go. Die Explosion kommt nicht, weil es so sick war. Na, und nun haben wir hier
die Höppele Pöps mit einem weiteren Win am Start. Hat ein bisschen lang gedauert, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Vorsicht ist die Mutter des Porzellanladens. Ja, das ist ja das Ding, wie schon erwähnt. Sie haben es wirklich sehr lang gezogen, aber es war ja nirgends, zu keinem Zeitpunkt knapp. So, das ist halt das Ding. Sie wussten, wenn wir das langziehen, wird irgendwann der Punkt kommen, wo SK nicht mehr gegenhalten kann. Spätestens nachdem die drei Inims gefallen sind. Du hast es angesprochen, du hast keine Sivir oder ja, Anivir, keine Ahnung, irgendwas, was halt wirklich 200 Superminions verteidigen kann. Hattest du nicht. Und es war definitiv kein cleaner Finish von Misfits, muss man wirklich sagen. SK hat gut gegengehalten, aber sie haben sich leider selber im Early-Mid-Game zu weit nach hinten befördert. Aatrox konnte nicht snowballen, Syndra ist raus aus dem Spiel gewesen. Ja, Syndra war komplett. Botlaner hat nicht gewonnen, Toplaner. Also, sie hatten im Prinzip kein Champion, um den sie Early-Game rumspielen konnten. Und das hat man gemerkt. Sie haben komplett die Pressure abgegeben. Und obwohl die 10.000 Gold behind waren, waren die Fights dann close. Wären sie da even gewesen, 1.000 Gold behind, 2.000 Gold behind, hätten sie das Game da turnen können. Aber der Goldunterschied war zu groß, um zu dem Zeitpunkt, wo Vladimir stark wurde, die Games irgendwie noch zu gewinnen. Oder die Fights zu gewinnen. So. Das ist natürlich eine kleine Tragödie. Trotzdem, es war krass, dass die Composition an sich so lang verteidigt hat. Gegen 10.000 Gold hält niemand wirklich lange durch. Aber Misfits hat sich auch ein bisschen Zeit gelassen. Ja, müssen wir ganz ehrlich sein. Wir machen Folgendes, wir geben ab in die Analyse, denn die haben natürlich ebenfalls noch ein, zwei Worte zu verlieren. Viel Spaß. Es darf wieder gehobbelt werden im Hause der Höppele Pöps. Ja, die Misfits haben endlich wieder gewonnen nach 6 Niederlagen in Folge. Jetzt den direkten Tabellengegner SK Gaming ausgeschaltet. Und ja, es war sogar ein bisschen sneaky am Ende. Man hat jetzt hier so einen kleinen Backdoor gewagt. War man da jetzt zu unvorsichtig bei SK Gaming? Wollte man zu viel wegen des Barons? Ja, man hatte einfach 3 Inhibitor down und die Base offen. Da ist nicht mehr viel, was du machen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten auf Seiten von Misfits, wie du das Game beenden kannst. Man kann auch einfach den Drake holen, den Baron machen und das finishen oder auf eine fancy Art und Weise. Im Grunde hat Misfits einfach nur sich für eine Sache entschieden und die hat halt funktioniert. Ja, war ein sehr interessantes Game. Also ich muss auch sagen, dass so lange überhaupt es keiner standhalten konnte, war nicht verkehrt. Für mich auf jeden Fall ausschlaggebend dafür, wie es gelaufen ist. Soa ist sehr stark auf der Top-Lane, der Jarvan hat sich ausgespielt. Ich finde, man hat auch dieses Design von Vladimir ganz stark gemerkt, dass er halt in den Teamfights ist Vladimir halt ein übelster 1v9-Champion, weil er halt alle gleichzeitig attackiert. Gegen einen einzelnen guten Duellanten wie Jarvan selber hat er halt Probleme. Und das hat man auch sehr, sehr oft im Split-Push gemerkt, weswegen letztendlich der Split-Push halt auch das große Problem wurde. Ja, bei den Misfits kann man jetzt aufatmen. Jetzt mit morgen muss man natürlich nochmal ein bisschen schauen. Wir können am Ende des Tages nochmal drüber sprechen, wer der morgige Gegner ist und wie es dann aussieht in der Tabelle. Aber im Grunde hat man jetzt natürlich erstmal wieder einen wichtigen Sieg eingeholt. Wie stark fühlt sich das jetzt an? Es muss einfach auch... Es sorgt vor allem dafür, dass du dem neuen Coach direkt mehr vertraust. Du kommst mit der neuen Strategie, die vermutlich vorher nicht imstande gekommen wäre. Es ist alles sehr LCK-lastig von den Kompweise. Hat funktioniert, Vertrauen ist jetzt wieder da. Ja, das muss man jetzt mitnehmen und gucken, dass man auch morgen den Sieg noch mitnimmt. Ja, ist man jetzt großartig enttäuscht bei SK Gaming, dass man jetzt die Misfits, die geschwächt waren, nicht schlagen konnte? Ich glaube schon. Also gerade weil die Misfits eben dieser wichtige Gegner waren, weil der direkte Kontrahent und sie ja immer noch Anschluss suchen, diesen Platz 6 zu bekommen. Platz 6 ist halt der entscheidende letzte Platz dafür, halt noch in die Playoffs zu kommen. Und das sind halt natürlich genau die Wins gegen die direkten Kontrahenten, die mit dir halt ungefähr auf einer Ebene stehen, sehr, sehr wichtig. Du hast noch einen Teamfight für uns. Was hast du vorbereitet? Ja, ein sehr schöner Teamfight, wo wir halt viele gute Sachen sehen, um es mal so auszudrücken. Nein, Spaß beiseite. Wir haben eine Situation, wo man schon so ungefähr 8.000, 9.000 Gold auf SK-Seite zurückliegt. Der Nashor bereits angefangen wurde und Misfits halt jetzt diesen Teamfight forcen wollen. Vladimir ist noch auf der Botlane unterwegs, der hat sich noch ein bisschen verkrümelt, hat allerdings seinen Teleport parat. Teleport haben wir im Hinterkopf, ne, kann nicht mehr abgebrochen werden, wurde vor nicht allzu langer Zeit geändert und dementsprechend kommt es gleich zu einer Situation, wo man halt nicht weiß, wie viel Leben der Nashor noch genau hat. Wir haben die eine Ward hier oben, die gleich als Teleport genutzt wird, aber die ist zu weit weg, um zu sehen, dass der Nashor halt schon fast genommen wurde. Man entscheidet sich jetzt halt dafür, hart zu committen. Teleport wurde ausgelöst und jetzt weißt du halt, es wird nur noch ein All-In geben. Was sehr, sehr schön ist, ist der Syndra dann gleich. Da müssen wir mal drauf achten. Wenn, ja, wir kriegen gerade jetzt Bild. Wenn Pyrian jetzt ein bisschen nach vorne move, weil er halt direkt 3 Mann an der Ecke dort jetzt dann kann. Und diese 3 Mann, die er dort treffen kann, sind eigentlich ultra wichtig. Weil jetzt hast du eine Situation erzeugt, wo du halt hier alle Leute wirklich geklumpt hast. Vladimir mit seiner Hemoplag halt alle treffen kann. Und wie gesagt, Vladimir ist nicht der stärkste Duellant, nicht in allen Matchups, aber er ist halt ein ultra Teamfight-Beast. Und da halt überhaupt nochmal so eine Kombo hinzubekommen, führt dazu, dass sie halt mit einem Goldrückstand noch extrem gut teamfighten können. So, schauen wir uns das Ganze an. Vladimir geht jetzt halt, wurde vom Knockup erstmal getroffen, versucht das Ganze dann halt zu überleben, schafft's auch, geht jetzt in den Pool rein und kriegt halt so auch mal seine ganze Kombo durch. Sehr schön auch, dass Whirlip jetzt, nachdem er rauskommt, kommt nämlich der Kataklysmus von Jarvan direkt und du kriegst ja mittlerweile nicht mehr den Schaden ab,
also nicht mehr selber, wenn du schaffst rauszuflashen oder ähnliches, weil es halt nicht mehr dieser Single-Target-basierte Schaden ist. Und du kannst ihn vor allen Dingen auch mit einem Stundenlast hinein. Und Wörle kommt aus dem Pool hoch, sieht den Kataklysmus und dodgt das Ganze halt direkt mit einem Stundenlast und kann dadurch halt wirklich, wirklich viel Zeit nochmal gut machen. Währenddessen kann das Team halt viel arbeiten, kann jetzt von hinten nochmal aufräumen. Pyron wird jetzt halt ausgelöst, dafür hat man halt Irelia schon mal down bekommen und kann das Ganze halt so ein bisschen zurückhalten. Also hier muss man auch sagen, sind die Lebenspunkte halt schon alle sehr, sehr angeschlagen. Ich meine, wenn wir uns das angucken, eine Maxlo hat kaum noch Leben, so Gorilla hat noch kaum Leben. Und jetzt gibt es halt wenig Möglichkeiten, das zu fighten. Soas, Hanzama sind die einzigen beiden, die halt doch wirklich nach vorne gehen können. Sind quasi auch diejenigen, die jetzt gleich die Verfolgung hier hinten lang aufnehmen. Was noch ganz sneaky ist, ist Gorilla, weil er sich quasi an der Seite rumschleicht und noch direkt von dieser Seite über die Wand ein bisschen Einfluss nehmen kann. Ich muss auch sagen, der Galios Support allgemein hat sich halt ganz gut ausgezahlt in dem Game, ne? Kann man jetzt nichts gegen sagen. Verbiffen kommt raus aus seiner... Ja, aus seiner GA-Animation und wird direkt natürlich hops genommen. Und was das große Problem jetzt hier ist, eigentlich wäre dieser Teamfight für Misfits auch noch viel stärker gewesen, aber Hanzamas Mana-Pool sagt halt, nope, der hat halt wirklich nicht ein einziges Mana mehr übrig, hat gerade seinen letzten Giftspritzer rausbekommen. Und der Einzige, der jetzt noch übrig bleibt, der ein bisschen was machen kann, ist Soas. Und der, und das ist jetzt ein bisschen tricky, ne? Das ist jetzt eine Combo. Du kannst mit Jarvan quasi, wenn du jetzt hier reingehst, kannst du den Flash nutzen, um diesen Knock-Up von der EQ mit nach vorne zu tragen? Aber ganz spezifisch bei dieser Combo ist, dass du den CC mitträgst, den Schaden allerdings nicht. Und das ist für ihn so ein bisschen das Problem. Gleichzeitig haben wir auch noch da oben Selfmade, der hier wirklich wunderschön reagiert. Müsst ihr mal drauf achten. Er channelt halt direkt seinen Q und trifft halt direkt jetzt, nachdem der Knock-Up durchkommt. Habt ihr das gesehen? Trifft direkt den Knock-Up auf Jarvan. Wodurch Jarvan halt einen Auto-Tag weniger durchbekommt. Er kriegt den einen Kill, den zweiten aber nicht. Soas wollte da halt ein bisschen viel und kriegt halt dadurch bis 1-1 straight raus. Ist trotzdem eine schöne Situation gewesen. Also hier hat man nochmal bei beiden Teams gesehen, dass SK trotz dessen, dass sie halt ultra weit zurücklagen, halt extrem gut teamfighten konnten. Ja, also somit also wieder eine gute Leistung hier von den Misfits im Endeffekt. Man hat jetzt mit der Cassio auf der Bot den erfolgreichen Spiel machen können. Ihr habt es jetzt an Sama nicht so zugetraut. Ist das wieder ein weiterer Beweis dafür, dass AD Carries nicht mehr notwendig sind? Die AD Carries sind immer noch notwendig, aber es gibt einfach jetzt in der aktuellen Meta mehrere Optionen. Im Grunde hast du drei andere Botlaner, die zur Verfügung sind, sind Cassio, Vladimir und der gute Yasuo. Finde ich gut, dass es mittlerweile auch Alternativen gibt auf der Botlane, aber ich denke immer noch, dass AD Carries komplett spielbar sind und ja, man muss die Comp einfach nur anders drumherum schnüren, wenn du jetzt eine Jinx hast, eine Lucian, einen Draven oder Co. Gut, danke auf jeden Fall nochmal für diese Einschätzung. Wir gehen jetzt nochmal eine kurze Pause, dann sehen wir das letzte Spiel des heutigen Tages. Fnatic gegen Origin, da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wir sehen uns gleich.